Herzlich willkommen zum Tech Tuesday, der Webinar- und Webcast-Reihe von KIB. Immer dienstags finden Sie hier spannende Themen aus dem Bereich der Antriebs- und Automatisierungstechnik. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Christine Gabel. Ich bin im Produktmarketing bei KIB tätig. Unser heutiges Thema ist die Bremse. Intelligent, energiesparend und bistabil. Zu Gast heute bei mir sind Hendrik Wienicke, stellvertretender Leiter Magnettechnik, und Simon Jahnke, Vertrieb Export Magnettechnik. Sollten Sie Fragen an uns haben, nutzen Sie dafür gerne das Chatfenster. Wir beantworten die Fragen innerhalb von 24 Stunden, schriftlich oder gerne per Telefon. Ja, herzlich willkommen, Simon und Hendrik. Schön, dass ihr heute meine Gäste seid. Ich würde euch mal bitten, dass ihr euch zu Anfang vielleicht einmal kurz in so 2, 3 Sätzen vorstellt und einmal erzählt, was ihr so bei KIB macht. Simon, möchtest du anfangen? Ja, also mein Name ist Simon Jahnke. Ich bin 25 Jahre alt, bin schon seit mehreren Jahren bei KIB, habe hier auch meine Ausbildung gemacht, bin direkt durchgestartet mit meinem Maschinenbautechniker, bin jetzt auch seit einigen Jahren im Vertrieb und gerade für den Bereich Export zuständig. Ja, mein Name ist Hendrik Wienicke. Ich bin auch schon einige Jahre bei der Firma KIB. War lange im Süden, im Vertriebsbüro Süd, Heilbronn, tätig, im Bereich Außendienst für den Produktbereich Bremsen und Kupplung. Und bin seit einem Jahr circa wieder hier oben im AQ angesiedelt und bin jetzt stellvertretender Vertriebsleiter für den Produktbereich Bremsen und Kupplung. Und dadurch, dass ich natürlich ein bisschen Erfahrung aus dem Außendienst mitbringe, weiß ich natürlich auch so ein bisschen, was der Kunde letztendlich auch benötigt. Dann würde ich direkt gerne mal mit der ersten Frage starten. Wir haben ja das Thema Bremse. Und was sind denn da klassische Anwendungsfelder für die Bremsen und Lösungen von KIB? Ja, also generell kann man sagen, KIB-Produkte stecken überall da drin, wo Lasten gehalten werden oder abgebremst werden aus einer Drehung heraus, wo sich Sachen drehen oder bewegen, zum Beispiel Servomotoren, da sitzen unsere Permanentmagnetbremsen drin, aber auch Bereiche wie Windkraft, wo wir stark vertreten sind, E-Mobilität oder Medizintechnik auch. Ja. Und diese Bereiche haben ja wahrscheinlich alle recht unterschiedliche Anforderungen, aber kann man auch sagen, dass es so Standardanforderungen gibt, die immer wieder auftreten? Ja, ganz so leicht ist es meist halt nicht. Simon hat ja vorhin schon eingangs so ein paar Applikationen erwähnt, Medizintechnik oder E-Mobility oder Windkraft. Das sind natürlich, sag ich mal, diese Bereiche, Produktbereiche haben natürlich auch spezielle Anforderungen. Die Windkraftbranche wünscht natürlich ein relativ stabiles Drehmoment, wogegen der andere vielleicht auch ein sehr, sehr starkes Drehmoment einfach benötigt oder sehr schnelle Schaltzeiten. Es gibt, wie gesagt, einen Standardkatalog, ja, der ist auch immer ganz gut, wenn man so diesen Erstbesuch hat. Es ist natürlich immer so, dass man letztendlich auch dem Kunden natürlich probiert, das Optimum zu bieten. Das heißt, letztendlich die passende Bremse für seine Lösung, die er wirklich hat oder seine Applikation. Und dadurch bedingt gibt es beispielsweise auch komplette Plug-and-Play-Lösungen für manche Kunden. Das heißt, wirklich Aufsteckmodule, die sie direkt einfach an den Motor anbringen können oder an die jeweilige Applikation. Und dadurch bedingt natürlich, dass wir die Entwicklung, die Konstruktion und den Vertrieb alles im AQ haben. Und nochmal zusätzlich dann auch noch die Fertigung sind wir natürlich relativ flexibel aufgestellt. Jetzt haben wir bei unserem heutigen Thema ja das Wort intelligent beigefügt. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie wird eine Bremse intelligent? Ja, also generell sagt man, eine Bremse funktioniert in einem gewissen Lüftbereichfenster, nennt sich das. Ich beziehe mich auf die Kombi-Stopp, die wir hier auch liegen haben, die Federkraftbremse. Das Luftbereichfenster ist je nach Größe abhängig. Und wir wissen eben, dass die Bremse in diesem Luftbereichfenster funktioniert. Das kann natürlich auch gegengeprüft werden, indem die Bremse bestromt wird oder eben nicht bestromt wird. Beispielsweise, wenn die Bremse bestromt wird, ist sie gelüftet, der Motor kann frei drehen. Ist die Bremse nicht bestromt, bremst der Motor. Und das kann man halt gegenprüfen, indem man den Motor daneben laufen lässt. Im nicht bestromten Zustand und im bestromten Zustand. Und das ist halt ziemlich undefiniert. Wir wissen, okay, die Bremse arbeitet in diesem Luftbereichfenster und
Wir haben keine weitere Definition darüber, wie weit die Bremse verschlissen ist, wie viel Verschleißreserve wir noch haben. Beziehungsweise, ja, die Bremse ist eben nicht intelligent und das möchten wir eben ändern. Wir möchten der Bremse eine gewisse Intelligenz geben, die uns eben sagt, wie weit die Bremse verschlissen ist, wie viel Verschleißreserve wir noch haben, wie weit, wie lange die Bremse noch funktionieren kann. Was natürlich auch wirtschaftlich zugunsten des Kundens kommt und auch einen gewissen Sicherheitsfaktor mit sich bringt. Ein weiteres Wort, was wir unserem Titel ja beigefügt haben, ist bistabil. Was sind denn die Vorteile von bistabilen Bremsen? Ja, also bistabil vielleicht ganz kurz eingangs. Das soll erwähnen, bistabil beschreibt ja letztendlich zwei Schaltzustände. Das heißt, die Bremse ist entweder stromlos geschlossen oder stromlos geöffnet. Das ganz einfache Beispiel haben wir mit der Permanentmagnetbremse. Es ist normalerweise so, dass diese Bremse stromlos geschlossen ist, bedingt durch die Permanentmagneten, die permanent ein Magnetfeld initiieren. Es ist dann so, dass man den Luftspalt letztendlich aber so groß einstellen kann, dass diese Bremse gar nicht mehr wirklich funktioniert. Und es ist dann so, dass man durch Umpolung letztendlich, man nutzt die Kraft der Permanentmagneten plus zusätzlich die Kraft der Spule, um den Magneten trotzdem wieder anzuziehen, um den Anker anzuziehen, um die Bremse zu schließen. Dann ist das System auch komplett geschlossen. Das heißt, ich hatte nur einen kurzen Schaltimpuls. Und ich kann dann aber auch sagen, okay, ich pole das Ganze wieder einmal um. Das heißt, ich lüfte die Bremse einmal wieder, die Bremse geht wieder auf und das System kann komplett, oder ist komplett frei beweglich und kann gefahren werden. Wir hatten vorhin auch das Thema Sonderlösung. Letztendlich in dem Fall ist es so, haben wir hier eine Sonderlösung kreiert für einen Kunden in dem Bereich E-Mobility. Es handelt sich hierbei um eine permanent erregte Federkraftbremse. Das heißt, wir haben aus unserem Produktportfolio die beiden besten Sachen vereint. Das heißt, wir haben einmal die Federkraftbremse als sichere Bremse und nochmal zusätzlich die Permanentmagneten, die das ganze System stromlos halten. Es ist natürlich für den Bereich E-Mobility sehr interessant, auch für andere Anwendungen, weil dadurch benötigt man wirklich keinen Strom mehr. Man benötigt nur einen Schaltimpuls und das ist natürlich sehr interessant. Man muss allerdings dazu sagen, es funktioniert halt auch nicht überall. Wenn ich mir jetzt über den Servomotor nachdenke, da wäre es natürlich schön, wenn man das bistabil schalten könnte. Es ist natürlich auch so, dass das ganze System natürlich immer sichergestellt sein muss, wenn der Strom ausfällt, muss die Bremse bitte geschlossen sein. Und das funktioniert in dem Fall natürlich nur mit einem Pufferspeicher. Stellt sich nicht ganz so leicht dar, dadurch bedingt, ist sowas halt für Sonderlösungen, aber man kann halt sehr, sehr viel Strom sparen. Und gerade wenn wir über den Bereich E-Mobility sprechen, ist natürlich, sage ich mal, die Akkukapazität irgendwo eine Ressource, die man schonen möchte. Und das bekommt man wunderbar mit dieser Bremse hin. Das hast du ja schon energiesparend angesprochen. Was macht Bremsen denn grundsätzlich energiesparend? Ja, letztendlich wird jede Bremse mit einer gewissen Spannung beaufschlagt. Im Normalfall sind es 24 Volt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, halt 48 Volt, 205 Volt, 105 Volt, je nachdem, was der Kunde auch wieder wünscht. Da sind wir auch wieder bei dem Thema Sonderlösung. Man kann das Ganze aber dadurch ein bisschen energieeffizienter gestalten, weil sobald so eine Federkraftbremse letztendlich einmal geschaltet hat, kann man die Spannung absenken. Das ist bei 24 Volt, kann man bis auf 6 Volt die Spannung reduzieren. Bei der Permanentmagnetbremse kann man das nicht ganz so leicht machen. Es geht auch, allerdings bis so auf 18 Volt runter. Wenn man allerdings eine verstärkte Federkraftbremse hat, geht es auch nicht ganz bis auf 6 Volt runter. Darüber muss man sich im Klaren sein. Dafür gibt es beispielsweise auch von KEB diese Powerbox Eco. Das heißt, ich gehe wirklich mit 24 Volt rein. Die Bremse wird für, ich glaube, 750, 800 Millisekunden einmal bestromt. Und danach kommt die Spannungsabsenkung. Und dann haben wir wirklich, ja, sag ich mal, eine Haltespannung von 6 Volt. Das ist natürlich einmal dafür gut, dass wir die Ressourcen sparen. Und es hat natürlich auch noch den riesengroßen Vorteil, so ein System, das wird schon ganz schön warm, das ist schon eine ordentliche Heizung. Und dadurch bedingt kriegt man auch so ein bisschen die Temperaturen runter. Seit wann beschäftigt sich KEB denn schon mit dem Thema oder dem Produktbereich Bremsen? Ja, also KEB gibt es seit 1972 und von dem Jahr an, KEB ist mit Bremsen und Kupplungen eingestiegen, ist durch Bremsen und Kupplungen groß geworden und dementsprechend weisen wir auch eine weitreichende Erfahrung, gerade was im Bereich Magnettechnik angeht, auf, mit der wir natürlich den Kunden
zu 100% supporten können, ihnen bei verschiedenen Problemstellungen weiterhelfen können, weil wir eben diese Erfahrung aufweisen können. Und wo seht ihr KIB so in den nächsten Jahren im Bereich Bremsen? Auf was können die Kunden sich da so freuen? Ja, letztendlich ist es natürlich einmal immer so eine Sache, was wir auch unsere Kunden natürlich fragen, weil wir sind natürlich sehr kunden- und lösungsorientiert. Natürlich möchten wir immer ein bisschen kleiner, kompakter bauen und natürlich energiesparender. Das sind eigentlich die Punkte, wo wir darauf hinarbeiten. Zusätzlich soll das ganze System natürlich noch intelligenter werden. Simon hat es vorhin schon erwähnt. Das heißt, eine Bremse, die sich später wirklich letztendlich selbst überwachen kann und dann präventiv eigentlich erst sagen kann, okay, ich bin verschlissen, jetzt wechsel mich bitte und nicht erst warten, bis er komplett kaputt ist. Dann möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute hier bei mir zu Gast wart und mir und auch unseren Zuschauern einen kurzen Überblick gegeben habt über den Produktbereich Bremsen. Und auch bei Ihnen möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen und melden Sie sich auch gerne für unsere weiteren Themen auf unserer Webseite zum Tech Tuesday an. Vielen Dank.